Astra, Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Colada Astra, mit Hödmann und Horeis. Die Nummer 1. Frohes Neues da draußen. Es ist der 6.1.2022. Willkommen im neuen Jahr. Daniel Hüttmann sitzt hier voller Freude in seinem Laden in der Astra-Stube, die schon ein bisschen leck gelaufen hat im neuen Jahr. Hier ist Hauke Horeis. Ich bin reingekommen in den Laden, habe gesagt, Daniel, guck mal hier, alles feucht, obenrum. Und dann will man gleich sagen, so, ja, so kann das neue Jahr beginnen, oder? Super, ich freue mich. Wie bist du reingekommen? Mit Gummistiefeln. Ach so, ins neue Jahr. Ins neue Jahr. Was habe ich gemacht? Ich bin mit einer sehr guten Freundin an den Hamburger Hafen gelaufen, an die Landungsbrücken mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die gedacht haben, da passiert jetzt richtig was. Und dann waren wir mit ganz vielen anderen Menschen da und es war 0 Uhr und alle dachten so, whoop, und dann wurden zwei Raketen gezündet. Piff, paff, puff. Ein paar Schiffe haben gehupt und dann war es vorbei und alle sind mit so einem, oh, das war's jetzt wohl, sind dann nach Hause gegangen. Oder in die Bars, was mich nämlich überrascht hat. Auf dem Kiez durften die Bars nämlich bis 1 Uhr noch aufhaben. Ja, extra für Silvester hat der großartige Senat Hamburg gesagt, ey, komm, scheiß mal auf 11 Uhr, machen wir mal bis 1 Uhr, damit die Wirte richtig was verdienen können an Silvester. Ganz tolle Idee. War langweilig. Ja, natürlich war es langweilig. Bei uns auch. Wir haben nichts gemacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass du mit deinen zwei Katzen da ganz gemütlich auf dem Sofa gesessen hast, irgendeinen schrecklichen Film geguckt hast und deine Freundin dir das Raclette in den Mund geträufelt hat. Nee, ich habe das Raclette gemacht und es ihr in den Mund geträufelt und wir haben Gilmore Girls geguckt. Wie jedes Jahr. Und unsere Katzen waren erst ganz cool drauf. Hinterher, wo dann so ab 10 Uhr die Ballerei angefangen hat, hat sich die Dicke direkt aus dem Wohnzimmer verpisst, ist ins Schlafzimmer, erst unter die Oberdecke, dann eine halbe Stunde später lag er komplett unter allen Decken und hatte einfach nur Angst. So sind wir halt reingerutscht in das neue Jahr 2022. Wir haben heute einen Gast. Ich mache mal eine schnelle Überleitung, weil wir müssen uns nicht unterhalten über was für eine Inzidenz? 387,5, glaube ich. In der Ferienzeit, in der Situation, dass Feiertage sind und dass die Labore mega ausgelastet sind und wir noch gar nicht die richtigen Ergebnisse haben, weil das würde uns natürlich wieder in ein Loch hineinstoßen. 450, sage ich. Wetten wir jetzt hier schon auf Inzidenzen? Ja, wenn alles ausgezählt ist und das Gesundheitsamt wieder hinterherkommt, was es ja gerade nicht tut, weil ist ja genauso wie mit den Testzentren, die wurden ja alle abgebaut, die Stellen beim Gesundheitsamt wurden auch wieder abgebaut, die Bundeswehr wurde weggeschickt und jetzt kommt das Gesundheitsamt nicht mehr hinterher. Das ist kein Scherz. Also die rufen zwei Wochen später gefühlt an und sagen, ach im Übrigen, sie hatten da vor 14 Tagen, geht's ihnen gut? Läuft alles bei ihnen? Wie viele Kontakte hatten sie denn so? Also es ist wirklich so. Und jetzt soll die Bundeswehr halt wieder kommen und das Gesundheitsamt unterstützen. Weil sie dieses geile, lustige Video von diesem Oberfeldwebel aus Bayern gesehen haben. Der ist verhaftet worden jetzt, ne? Den haben sie verhaftet. Vorgestern, glaube ich, ist aber wieder auf freiem Fuß. Ja. Kannst halt auf Instagram nicht alles rausposaunen, nee, was du denkst, was du nicht. Willst, oder? Vielleicht hat er auch gedacht, so Mensch, Leute, das war Satire, das war ironisch gemeint, Sarkasmus. Leute, versteht es doch mal. Nein, es ist 22 und Hamburg hat einen neuen alten Radiosender. Würde ich jetzt mal so sagen. Ein neuer alter Radiosender oder ein alter neuer Radiosender. 91.7 XFM wurde abgeschafft. Wurde abgeschafft. Wie die Bundeswehr, wurde weggeschickt. Strom abgedreht. Und wir haben heute zu Gast Danny Julian Steinmeier, der seit gefühlt 7 oder 8 Jahren bei Byte FM mit das Ruder ab und zu mal anfassen darf. Quasi. Also Byte FM hat sozusagen die Position von 91.7 übernommen. Oder wie sage ich das so, dass sich jetzt niemand angepisst fühlt? Hallo erstmal. Hallo. Frequenzen wurden neu ausgeschrieben von der Landes-, also sie wären halt selten, aber wurden dann, ich glaube, das erste Mal seit 1991 neu ausgeschrieben. Und XFM gehörte ja zu Alster Radio vorher. Dann zu Rockantenne, die dann Alsterradio übernommen haben. Genau, es ist halt so eine
Genau, und die Frequenzen wurden neu ausgeschrieben und da wurden zwei Frequenzen im Paket, 91,7 und die 104, im Paket neu ausgeschrieben. Wir haben dann die, also BytefM hat dann die, die Zuweisung da bekommen. Das heißt, ich kann mich dafür bewerben. Oder als Radiosender kann man sich für eine Frequenz bewerben. Genau, genau. Das wird halt sehr selten, also wird halt alle paar Jahrzehnte mal ausgeschrieben, weil das natürlich begrenzt ist, der Platz auf den Türmen. Und genau, und darauf bewirbt man sich dann ganz klassisch bei einer Medienanstalt. Krass. Krass. Ja, Wahnsinn. Ich dachte, da fließt jetzt richtig viel Geld. Nee. Hab ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, man also sagt du meinst, ich möchte das, so, nee. Wir geben 10, nee, wir geben 20 und das kostet jetzt halt irgendwas. Wir geben 20 Euro, kriegen wir die Frequenz. Aber es ist so bieten, so wer ja, am ja, meisten ja, bietet. Ja, genau, ja, das habe ich wirklich gedacht. Nee, das geht auch um, also da die Medienanstalt schaut halt, dass da das Programm halt ausgewogen einfach ist. Okay. Auf eine Ausgewogenheit des Programms. Also richtig mit Präsentation und bla, was ihr machen wollt, okay. Und ihr als BytefM wart vorher, wie lange gibt es den Sender schon? Seit 2008. Seit 2008. Ihr seid ein Verein, oder? Vorher genau, gewesen? Genau, ist, auch immer noch. Also wir haben, es gibt die GmbH und es gibt den Freunde von BytefM e.V. Genau, und das ist der Freundeskreis, aus dem sich das Ganze finanziert. Also weil der Sender ist komplett werbefrei und wird auch auf UKW komplett werbefrei sein. Und daher sind wir auf diesen Freundeskreis, nicht würde ich sagen angewiesen, aber genau, der finanziert unterm Strich den Sender. Das heißt, ihr habt vorher 7 Tage die Woche lang 4 Stunden Zeit gehabt, um Mucke zu präsentieren und Shows zu präsentieren. Also wir haben, also das Byte-Programm ist 24/7, 7 Tage die Woche, seit Beginn an. Also als Livestream im Web. Ah, das wusste ich sogar. Das war, das ist vorher auch schon 24/7 Programm gewesen und wird es auch weiter sein. Es wird auch quasi identisch sein. Es wird so ein paar regionale Sendungen geben, die mit Hamburg-Bezug, Stadtmagazin, Kulturnachrichten, bla bla. Sonst wird das Programm größtenteils identisch sein. Wir machen eigentlich nicht viel anders als vorher, nur mit einer anderen Reichweite natürlich. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, jetzt bei einem richtigen Radiosender zu arbeiten? Nein. Nee, ja, das ist in der Wahrnehmung halt witzig, ne? Weil also vorher, ist ja vorher auch ein richtiger Radiosender gewesen. Nur haben die Leute oder nehmen viele es halt irgendwie anders wahr. Das ist natürlich also ein gutes Gefühl. Aber es war jetzt für mich vorher, also in unserem, wir haben vorher auch 24/7 Programm gemacht. Also deswegen ist das jetzt keine, ein paar Abläufe werden angepasst, aber so grundsätzlich arbeiten wir so weiter wie vorher. Für was steht BytefM? Für gute Musik. Das ist halt ein autorenbezogenes Musikradio, wo halt Leute, Moderatoren, Journalistinnen ihre Sendungen machen können, qualitativ hochwertige Radiosendungen produzieren können, die halt auf vielen Wellen halt nicht mehr ihren Platz haben. Also selbst beim Öffentlich-Rechtlichen, werden halt viele Stellen einfach weggestrichen, weil man das halt anscheinend nicht so als so wichtig erachtet. Und das ist ja ein Prozess, zumindest aus Erzählungen, schon lange, lange vor sich geht. Davon profitieren wir dann quasi, weil dann die guten Leute halt zu uns kommen und da natürlich gerne da den Platz haben, in einer guten Crew mit nicht wenig Zuhörern, da eine Sendung zu präsentieren in einem coolen Rahmen. Wie siehst du die Radiolandschaft im Jahre 2022? Also ihr seid denn dann schon ein krasser Paradiesvogel eigentlich, oder? Ja, es ist also schon witzig, dass überhaupt noch UKW, also eigentlich sollte das klassische UKW, das ist schon 2012, glaube ich, abgeschaltet werden. Also in vielen Ländern gibt es das schon gar nicht mehr. Also da läuft dann nur noch DAB Plus, also ist die digitale Welle. Aber Deutschland, Land des Kupferkabels, so genau, hängt da halt hinterher und deswegen ist es ja, wir sind auf jeden Fall 10 Jahre weiter auf, also so lange wird es dann wahrscheinlich immer noch weiter klassisch UKW geben. Und ich habe die Frage schon wieder vergessen. Ich war kurz von der Bahn hier irritiert. Ja, die fährt hier öfters mal rüber. Ja, wisst ihr schon die Zeiten so genau, wann die Bahn fährt? Also immer. Nee. Aus der S-Bahn. Gefühlt ist immer tatsächlich. Aber ist ja alles hier. Du hast ja S-Bahn, Güterzüge. Güterverkehr, ja, du hast alles. Alles, krass. Also alle 2 Minuten kommt hier mal was. Ja. Also das wird irgendwann anders sein, wenn hier irgendwann auch mal eine neue Brücke steht. Ich glaube, dann soll der Bahnverkehr, ich glaube, 3-mal so hochfrequentiert soll die sein. Mhm.
Das heißt, die ganze Zeit, kommt die ganze Zeit irgendetwas von oben. Das ist bestimmt richtig geil, wenn du hier wohnst. Vielleicht muss man irgendwie so eine Röhre, wo die Züge vorher so schnell beschleunigt werden, dass sie einmal so rüberzischen. Stimmt. Oh, das wäre auch gut, dass man die gar nicht wahrnimmt. Ja, das haben wir doch einfach in Wilhelmsburg schon mal gehabt. Irgendwie gab es in Wilhelmsburg nicht mal diese Magnetbahn, die irgendwann mal verkauft werden sollte? Ja, oder diese Wuppertaler. Vielleicht kann man die ja hier einfach, also ich glaube auch, das ist Geräusch, nicht so geräuschintensiv. Ja, oder so eine Magnetschwebebahn wie bei den Simpsons. Aber Byte FM ist ja, also ich sage jetzt mal, Radio Bob und Rockantenne Hamburg. Heißt das noch Rockantenne Hamburg? Ja, ne? Es heißt, also Alster Radio heißt jetzt Rockantenne Hamburg. Genau. Die sind ja schon eher mainstreamig unterwegs. Ja, klar. Also ne? So seid ihr nicht. Nee. Nee. Nee, uns wird nicht Wolbi. Also schon bilden wir auch im Großteil auch Popmusik ab. Aber es hat natürlich, es gibt bei uns keine klassische Rotation oder so. Sondern das sind ja alles Sendungen von Journalistinnen und Journalisten, Autoren, Musikschaffenden, also quer durch die, also 100 Leute insgesamt, die da halt Sendungen produzieren. Es gibt halt eigene Formate, die so ein bisschen so magaziniger sind, so die so redaktionell von uns, also Charts oder Neuerscheinungssendung und so. Aber sonst haben die Leute da halt ihre Freiheiten und deshalb passiert da halt auch alles. Also wir haben Sendungen, wo es um den abgefahrensten New Wave Punk aus Togo geht, so ungefähr. Und also es ist, ist sehr breit gefächert. Es wird nicht die Morgenshow geben. Hallo, hier ist die Morgenshow mit Danny auf Byte FM. Es gibt eine Morgenshow. Also es wird so ein Stadtmagazin. Erstmal 3 Tage die Woche, dann irgendwann wahrscheinlich 4 oder auch 5 Tage, wo wir halt Gäste aus dem musikkulturellen Leben der Stadt bei uns sitzen haben, die da was erzählen. Wo sitzt denn ihr gerade? Im Bunker. Oh, im Bunker. Ja. Wie ist denn das jetzt eigentlich da gerade so zu arbeiten? Ich sehe halt nervig. Ich sehe halt irgendwie immer nur, dass so von Mal zu Mal, wenn man so am Bunker vorbeigeht, dass da sich ein ganz schöner Koloss nach oben entwickelt. Ist halt, man arbeitet halt auf einer Baustelle. Das ist halt, also wir arbeiten auch sehr viel mit Kopfhörern, teilweise auch mit geschlossenen Kopfhörern. Einfach nur, also es ist wirklich schon sehr, sehr lärmintensiv gewesen. Jetzt gerade wird es vielleicht ein bisschen besser, aber es ist schon sehr intensiv. Ich wollte gerade sagen, die sind fertig jetzt. Also fertig, also es wird nicht mehr höher, meine ich jetzt. Nee, genau, es wird nicht mehr höher, aber da kommt noch der sogenannte Bergpfad. Das ist so ein schönes Wort dafür. Es kommt ein Bergpfad? Ja, man kann dann da zu Fuß hochgehen und wir haben ein Treppenhaus vor unser Fenster gebaut bekommen. Das ist auch ein ganz neues Gefühl. Man soll da zu Fuß hochgehen können? Ja, smart, oder? Ich habe selten sowas Dummes gehört. Ja, das ist schon eine ziemlich stressige Situation, aber ich hoffe einfach darauf, dass sie bald fertig sind. Die Zeiten sind vorbei, wo man sich einfach oben aufs Dach schleichen konnte, um mal eben kurz ein scharfes Baguette zu essen. Auf jeden Fall, jetzt musst du wahrscheinlich Eintritt zahlen. Also da soll auf jeden Fall eine Grünfläche hinkommen. Ja, genau, es soll begrünt werden. Ich bin halt gespannt, weil es ist halt, also bau mal, also da oben, ich weiß nicht, was für Windstärken da oben herrschen, aber bin auch gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Die haben da bestimmt festes Grünzeug. Ja, bestimmt. Und das Übel und Gefährlich macht er ja seinen Club. Ganz oben. Der Club, der da oben reinkommt, wird von dem Besitzer vom Übel und Gefährlich gemacht. Das heißt, das Übel und Gefährlich bleibt das Übel und Gefährlich und es kommt noch ein weiterer Club nach oben. Genau. Und ein Hotel. Hotel weiß ich nicht, das war ja mal irgendwie, das und dann irgendwie nicht mehr und dann irgendwie doch und dann wieder schon. Und ein hübsches Musical. Wahnsinn. Ja, ich würde gerne sagen, ich beobachte das nur, aber es ist einfach viel zu laut, um es einfach nur zu beobachten. Aber Wasser hatten wir bei uns auch. Da musste ich auch eben gerade, da kam auch das Trauma, wir hatten auch bei uns, die kam auf die Idee, die Dachpappen damals abzukratzen mit Baggern. mit Schaufeln. Aha. Und das ist halt natürlich also der Bunker wurde von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern halt errichtet. So, und während des Krieges so Betonplatten aufeinander, das ist einfach auch super porös und da, wenn da halt Wasser reinläuft, das läuft halt auch einfach durch diese 5 Stockwerke halt einfach durch. Und da in den Räumen über uns hat es geregnet. Die Goldenen Zitronen haben übel ein Konzert mit Regenschirmen gespielt. Ach Quatsch. Ja, das war schon echt ganz schön heavy während dieser Baumaßnahmen. Also da haben wir auch nicht schlecht geguckt und wir hatten echt Glück, dass das bei uns nur an der Wand war, wo wir die Technik ein bisschen nach vorne schieben konnten und das nicht in irgendwelchen, also da waren schon, also in einigen Räumen sah es aus, als würde es im Raum regnen.
während das Wasser also aus den Steckdosen lief. Ach, Quatsch. Und es war keine Kunstinstallation. Und es war keine Kunstinstallation. Das war, also Respekt. So, das war schon sehr speziell. Ja, da beschwere ich mich hier nicht. Ist sehr viel interner, die ich hier ausplaudere. Ich habe da... Was, das mit den goldenen Zitronen wusste ich aber auch. Ach so, ja. Okay, das war auf einem Foto. Aber ihr macht nicht, ich bin ja kein Radiohörer. Wenn ich in meinem Auto sitze und keinen Bock irgendwie habe selber, dann höre ich halt irgendwie Radio Bob. Genau, dann hörst du jetzt wahrscheinlich auch weiter. Dann höre ich jetzt nämlich, weil ich switch halt immer so zwischen Rockantenne und Bob und jetzt dann halt bei FM, voll supi. Aber wie stelle ich mir das vor? Ihr seid ja nicht 24 Stunden live. Also es kommt ja auch irgendwann mal eine Zeit, so 6 Stunden oder so, wo einfach nur von Konserve was gespielt wird, oder? Genau, also okay. Weil die Leute sitzen halt auch nicht alle in Hamburg. Wir haben halt vorproduzierte Sendungen auch. Mhm. Und, wir haben hier 2 Studios, die halt auch in irgendeiner Form durchgehend in Betrieb sind, auch teilweise für Vorproduktion. Aber wir haben schon einen auch nicht geringen Anteil live, gerade tagsüber natürlich. Ja. Und jetzt auch morgens. Dann. Das morgens finde ich cool. Ja. Aber ihr bleibt werbefrei, ne? Wir bleiben werbefrei, ja. Aber klingeln und kratzen jetzt da nicht schon von links und von rechts halt die Leute und sagen hier, keine Ahnung, Porsche Zentrum Stelling, also, wir haben Lust. Aber Bock, stimmt, ich stecke nicht im Marketing. Ich mache halt, bin technischer Leiter und CVD, also so Chef vom Dienst, also so ein Sendungseinplaner. Und geil, Bearbeiter. Wie du das sagst, klingt so, als wenn du in der Bar arbeiten würdest. Ja oder im Club, ich bin CVD. Hallo. Moin. Nightleader. Ja, genau, aber der CVD ist so ein bisschen der, Nightleader. Mhm. So, der, überwacht, wenn die Live-Sendungen laufen, macht er die Kanäle auf, sagt den Leuten, jetzt geht's los, jetzt ist es dies, geht ans Telefon, plant Studiotermine, ist halt immer für alles dann in dem Moment, wenn er oder sie da ist, dann Ansprechpartner. Aber ist ein Fulltime-Job? Ich mach's in Teilzeit. Du machst in Teilzeit, ja. Okay, krass. Aber ist quasi ein Fulltime-Job, also ja, ist halt, ich bin damit irgendwie schon 24/7 beschäftigt, aber ich mache es in Teilzeit. Warum kriegt man dich nicht los von diesem Sender? Ich finde das so krass, dass du halt schon so unfassbar lange bei BeideFM arbeitest. Es ist halt ein cooles Projekt. Also man halt arbeitet irgendwie immer mit coolen Leuten zusammen. Es geht halt eben nicht um... Ja, also natürlich ist Geld dahingehend... Also ne, es ist halt teuer, so einen Sender aufrechtzuerhalten. So, und die meisten Autorinnen und so und Autoren, die arbeiten halt frei. Mittlerweile gibt es 9 Festangestellte und man bekommt als Autor, und das klingt jetzt absolut absurd, ein 10er pro Sendung ist nichts. Also dafür, da sitzen Profis teilweise, die jahrelang Erfahrung haben, die nehmen 10er für die Sendung. Das ist halt, dass das überhaupt möglich ist mit diesem Projekt quasi, also dass das überhaupt so mit Festangestellten und so jetzt, das ist schon ein krasser Schritt. Also ich bin jetzt seit 2014 dabei und ist schon ein merklicher Schritt jetzt gerade in den letzten Jahren. Auch in der Wahrnehmung einfach des Senders. Und das finanziert ihr durch dieses Freundesding, was du gerade gesagt genau. hast? Genau. Also es gibt halt... Wie Spenden eigentlich, oder? Ist es ja, eine genau. Spendengeschichte? Ja. Ja, also genau, du hast zahlst einen Jahresbeitrag, mindestens 60 Euro im Jahr, ist natürlich aufs Jahr immer noch günstiger als Spotify. Richtig. Und genau, und kannst natürlich auch noch oben hin, also ja. Ja. Also, oder wenn du Schüler, Student bist, gibt es auch Vergünstigungen. Darf ich fragen, wie viele Mitglieder ihr habt? Das wollte ich auch gerade machen. 7.000 sind es jetzt. 7.000? Wow. Ja. Ich finde das wirklich, das sind. Ich finde das auch viel. 7.000 Menschen, die von sich aus sagen, ja, du hast ja schon gerade Spotify erwähnt, die sagen, okay, alles klar, ich gebe jetzt nochmal 60 Euro für einen Sender aus im Jahr. Das ist echt viel. Ich finde das wahnsinnig ja. viel. Ja. Das ist ohne die Leute wird das dann auch gar nicht über. Deswegen ist es halt immens wichtig und ist auch dieser Freundeskreis dahingehend wichtig und auch diese werbefrei. Also deswegen würden wir jetzt nicht auf UKW halt diesen Schritt gehen und sagen, danke liebe Freunde, jetzt melken wir die Cash-Cow. So. Also es ist natürlich auch teuer, auf UKW zu senden. Ne? Also so, du mietest ja quasi den... Ach, du musst dafür Geld bezahlen. Ja klar, du mietest ja quasi die Antenne. Also wir mieten ja quasi die Antenne da oben auf dem großen Turm und sagen, oder in dem Fall mieten wir sogar 2 Antennen, eine im Bergedorf, eine hier auf dem großen Turm und sagen, wir senden. Also da haben wir natürlich jemanden, der da das Technische auch mit uns zusammen macht, aber ja. Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man sich die Antenne mietet. Ja, und die ganzen Leiter, also...
Das ist dann sehr boring jetzt, aber so die ganzen Leitungskosten und bla bla bla, ne? Das ist ja einfach teuer. Und das ist ja auch ein 24-Stunden-Service, wo wir anrufen können und sagen, oh, hier, irgendwas funktioniert. Also im besten Fall tun wir es nicht, aber genau, wenn irgendwas brennt, haben die auch einen 24-Stunden-Service, wo man anrufen kann. Das ist natürlich alles teuer und ja. Was für ein Einzugsgebiet habt ihr denn jetzt? Oh, groß. Also der vom Heinrich Hertz, also von dem großen Fernsehturm, hast du, strahlst du gut ab. Und Bergedorf, du hast die ganzen Autobahnen und so. Das ist schon viel. Ah, krass, die große Antenne, eure UKW-Antenne steht auf unserem Fernsehturm. Auf dem großen Fernsehturm. Habt ihr es gesehen, wie das so schön zu Silvester geleuchtet hat? Ja, deswegen habe ich auch hart, das also ja, das war schon. Also jetzt gerade senden wir nur, also die Antenne am Fernsehturm wird am, wir reden ja hier in der Zukunft, in der Vergangenheit, am Montag, also am 3.1., also in der Vergangenheit. Also wir sind schon, jetzt gerade also sind wir schon. Genau, ja, am 3.1., ja. Was passiert da? Ja, wenn der Fernsehturm nicht vorher umkippt, dann genau, den, sind wir on air. Den wollen sie aber auch schon abreißen, habe ich gehört. Genau, wir sind jetzt schon auf der 91.7 vom Bergedorf aus. Das hört man aber auch bis Elbchaussee und so. Aber nicht so gut hier, weil ich glaube, weil hier deswegen, das strahlt nicht so ab wegen dem Fernsehturm, dass die sich nicht gegenseitig anstrahlen. Deswegen auf der 104 sind wir ab Montag, also jetzt auch schon zu hören, dann im ganzen Hamburger, also und drumherum Stadtgebiet. Soweit wie du halt gucken kannst. Gab es da schon eine Einweihungsparty? Nee, die ist, also jetzt, während wir reden und der Podcast erscheint, war sie schon. Und, genau, und ihr wisst, was ich meine. Nee, wir machen so eine kleine, also aufgrund der Pandemie gibt es da keine Party, aber wir stoßen natürlich schon an, werden angestoßen haben. Ja, ist einfach ein total spannendes Projekt und ich freue mich total, das so begleiten zu dürfen. Und da gibt es ein ja, gutes Team und macht einfach Spaß. Und ja, einfach Musik zu entdecken ja auch. Also ich höre ja auch, den ganzen Tag läuft ja auch das Radio. Du hast ja auch den ganzen Tag mit Austausch mit Leuten und irgendwie dreht sich alles immer um Musik. Das passt ganz gut zu meinem Lifestyle. Das Einzige, von dem ich Ahnung habe, obwohl jetzt ich auch mehr viel, also sehr viel so auch technischen Kram einfach mache und auch in letzter Zeit echt überhaupt keine, ich habe dieses Jahr keine Jahresbestenlisten abgegeben, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und auch irgendwie nichts gehört habe, außer den eigenen Scheiß. Ja, außer dem eigenen Scheiß. Apropos Jahresbesten, wie schafft man es eigentlich, ein Corona 2-Album rauszubringen? Ja, also wusstest du das, dass Schatten 2 Alben rausgebracht haben? Weil Danny ist ja nicht nur... Ich wollte gerade sagen. Danny ist ja nicht nur... ich dachte auch eigentlich, darüber reden wir. Mr. Wild FM. Mr. Wild FM, sondern Danny ist auch gleichzeitig unfassbar guter Trommler bei der Band Schatten. Ich habe das tatsächlich nur durch den Post von Lyam gelesen, dass sie 2 Alben rausgebracht habt. Und dann muss ich direkt auf Spotify gehen. Und da war nur eins. Und da war nur eins, genau. Wie ist denn das passiert? Was ist da los? Wieso ist da nur eins? Nee, das andere erscheint nur auf Tape. Ach, Quatsch. Ja. Okay. Ich hatte euch mal eins, ja. Schade, also ein bisschen kurzsichtig, ob ich mal eins mitbringen können. Aber die können wir bei euch im Shop bekommt kaufen. Ihr ja. Bekommt ihr noch, ja. Aber wie soll man das denn hören? Hast du noch einen Kassettenplayer? Ich hab mir tatsächlich so einen kleinen Stylo-Milo-Kassetten-USB-Schnubbi gekauft für die Küche, weil ich tatsächlich ein paar Tapes habe. Ich habe mir das Tape von Turnstile zum Beispiel bestellt. Da freue ich mich total drauf, wenn das kommt. Und ich habe das gerade ist diese Hardcore-Band, die alle abfeiern, die auch einfach so geil ist. Mein YouTube-Algorithmus hat mir neulich ein Live-Video hingespult. Ich habe es mir auch ziemlich lange angeguckt. Ist krass, oder? Und war auch überrascht, dass es jetzt gerade ist, weil ich dachte, huch. Ja. Ja, wo kommt denn diese Band aus den 90ern her? Ja, die waren jetzt auch bei, heißt der Jimmy Kimmel? Kimmel, ja? Also, ja, den gibt's ja auch. Dieser amerikanische Talkshow-Heini. Und das war halt so geil. Also dieses Publikum war halt auch null darauf vorbereitet, was denn jetzt gleich passiert. Und dann haben die halt 2 Songs geballert. Und das war halt so geil, dass die, also die gehen halt genauso ab auf der Bühne, wenn da kein Schwein vor der Bühne steht, als wenn da 5000 vor der Bühne stehen. Weißt du? Also der Sänger, der ist immer noch mit seinen komischen Moves und dann steht er rechts und schreit irgendwie nur gegen die Wand, obwohl er eigentlich auch nach vorne schreien könnte so. Und ich fand das total geil. Und die haben so zweimal auf Jimmy so die Kamera gewonnen. Er saß ungefähr so da. Er hat es nicht verstanden. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Aber Tapes, ja, habe ich, tatsächlich. Also Tigerius habe ich noch ein Tape und vom Flupper habe ich noch ein Tape und ich habe noch 2, 3 andere. Und ich habe auch noch ganz viele 3 Fragezeichen und 5 Freunde und TKKG-Kassetten. Also du machst ja aber auch trotzdem Musik, um dass andere Leute sie halt hören. Aber wenn du halt nicht mehr die Möglichkeit hast, weil du kein Abspielgerät mehr hast, wird es denn doch irgendwie schwierig. Ist das nicht, ja, also was ist denn die Idee dahinter? Es gibt auch einen Download-Code dazu. Also genau, es gibt auch einen Download-Code dazu. Nee, die Idee, also jetzt bei der zweiten Veröffentlichung, also
warum man zwei Alben rausbringt, weil wir einfach nichts, wir haben ja, hatten nichts anderes zu tun. Wir haben zum dritten Mal unsere Tour verschoben. Es wurde auch irgendwie ein bisschen lächerlich, weil wir irgendwie auf die, ich weiß, also ne, wir haben halt gedacht, vielleicht ist dieser Winter eine gute Idee und haben halt im Sommer keine Konzerte gespielt. Und diese Idee, also die, das Debüt, das stand für uns eh fest, dass wir es veröffentlichen. Und wir hatten schon länger so ein bisschen diese Idee, ein Freund von uns, Jojo, hat früher in der Band, da habe ich gleich eine Anekdote für dich, Hauke. Der hat unfassbar, komm. Unfassbar, wirklich. Ich behalte also, Leute, ich behalte sie, jetzt genau, sitzen bleiben. Also, das, ich wollte dich dir noch als Sprachnachricht neu schicken. Also du wirst dich totlachen. Okay, es gut. Gab mal eine Band, die ist totschick. Das war so ungefähr in der Zeit, als wir auch so Musik gemacht haben. Danny und ich haben halt zusammen Musik gemacht. Wir haben zusammen Musik gemacht und so. Und in der Zeit, wo halt so, in der Zeit halt einfach so, 2004, 2005, da gab es noch nicht mal MySpace. Nee, genau, kurz vor MySpace. In der Zeit, wo man DEVU-Adressen hatte. Ja, stimmt. Und noch ein Forum und Gästebuch auf der Seite. Und Website mit Flash. Ja, und mit Flash-Player. Genau, auf jeden Fall, da gab es eine Band, Totschick. Aber waren auf jeden Fall kredibiler und cooler als wir. Aber auch einfach so eine coole Rendsburger Punkband. Und die haben ein Album rausgebracht, Unter Menschen. Und Jojo ist ein Freund von uns. Und auch gerade so von Simeon und Christian und Lyam und so, die Simeon und Lyam, Simeon, Christian und Stefan, die, genau, und Jojo hat später bei Memories und bei Boutique Rouge, auch eine sehr coole Band, gespielt. Und genau, Totschick war eigentlich nur so ein euer, nein, nicht euer, aber so ein Punk-Tape-Projekt von denen. Nicht mal ein Projekt, wie man halt früher eine Band hatte, so als junger 15, 16, 17-Jähriger. Und das Tape schwirrte halt irgendwie bei uns rum. Und das hat Krischi mir, glaube ich, auch irgendwann zugesteckt. Und da war auch ein Song drauf, Weltfremd, den fand ich ziemlich geil. Und wir haben immer spaßeshalber gesagt, die covern wir mal. Also die ist so geil, das Tape ist so geil, das covern wir irgendwann mal. Und genau, das haben wir dann während Corona gemacht. Also wir haben dann überlegt, ein zweites Album zu machen. Und haben dann aber die ganze Zeit auch an diesen Totschick-Liedern rumgedreht. Und am Ende haben wir dann gesagt, okay, und haben alles andere, was wir selbst an Ideen hatten und Songs, auf die lange Bank jetzt fürs dritte Album dann wahrscheinlich geschoben und haben dann in 4 Tagen oder 3-4 Tagen die Totschick-Sachen eingeholzt. Geil. Und bringen das deswegen als Tape raus, einfach weil weil wir es halt schön fanden, da anzuknüpfen, weil das ist damals auch nur auf Tape erschienen und auch irgendwie 1-2 Songs bei MySpace. Und jetzt kommt der Knaller, Hauke. Wir haben Videomaterial von Jojo bekommen, woraus wir auch so die letzten 2 Videos geschnitten haben. Und da ist auch ein Live-Konzert von Totschick irgendwie in Neumünster oder so. Und dann spielen die da mit anderen Bands. Und ich denke bei der einen Band, die kommen mir aber bekannt vor. Und bei der zweiten Band danach denke ich, das gibt's doch nicht. Und dann spielen die da mit Sturge und Nailed. Totschick, Sturge und Nailed in so einem Jugendzentrum mit Marc Tövs. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war so aus dieses typische, ne, 2004 irgendwann mit Videokamera irgendwo im Jugendzentrum, so Konzert, irgendwelche Dödelbands spielen da. Und man muss, Sturge und Nailed waren Bands bei uns aus dem Kreis, so mit, also Sturge kam, glaube ich, so aus Schneverding. Mhm. Aber das war schon so eine Band, die galten so ein bisschen als cool. Ja, aber Sturge kenne ich sogar. Ja, die waren aber auch total scheiße. Nee, die waren auch nicht geil. Nee. Also total prollig. Und egal, auf jeden Fall auch, genau. Aber ich musste halt wirklich echt hart lachen, weil ich konnte es gar nicht glauben. Und habe es nochmal gegoogelt und da dachte ich, krass, die spielen da mit Nailed, hier mit dem Drummer, weißt du, wie hieß er denn nochmal? Dieser Oberkörperfreier, der mal pfeiferisches Drüsenfieber hatte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mit dem auch mal in Lüneburg Musik gemacht, aber ich kann mich nicht mehr dran an ihn erinnern. Der hatte doch irgendeinen Punkernamen auch nur. Geil. Spritti. Spritti oder so. Spritti, Kippe. Spritti, Kippe und Dose. Ja, das war immer so, und der hat mir auch pfeiferisches Drüsenfieber, hat immer richtig abgeliefert. Ja, fest an der Hasefeld. Oder so, da waren alle schwer rum. Aber da musste ich schon ziemlich lachen. Also es ist jetzt vielleicht voll der Insider, aber... Es ist mega der Insider. Ich konnte es halt gar nicht glauben, kurz, so, dass ich dachte... Also was, eine Dödelband, die ihr gecovert habt? Es ist keine Dödelband. Es ist also eine gute Band. Genau, Totschick, also Jojo hat echt schon, der hat echt geile Songs geschrieben. Der kann auch echt gute Songs. Der hat jetzt auch... Er hat sich nie von gehört von der Band. Ja, hat man auch nie, also weil es war schon eher eine Band, die man damals so in seinem persönlichen Kreis hatte, die man halt cool fand, wie man so in den... gewusst halt überall in den 2005ern irgendwo irgendwelche Bands im Umkreis gab und in irgendeinem Laden, wo alle gespielt haben und die haben halt ziemlich coole Songs geschrieben.
Und wir fanden einfach die Idee, es also irgendwie passt es auch, weil halt ja die Findus-Ur-Jungs so ja auch aus der Ecke kommen und auch dieses Tape hatten. Und auch, finde ich, ein bisschen, wenn man das Tape hört, die Songs hört, auf jeden Fall auch ein bisschen Findus raushört. Was ich noch nicht kriege jetzt gerade eine Klatsche von den anderen dafür. Nee. Ja, wahrscheinlich. Aber hey, was laberst du? Weil unsere Hörerinnen noch gar nicht wissen, dass Danny, das habe ich nämlich jetzt nicht erwähnt, ich wollte gar nicht so heute. Komm, du musst eine Einleitung nochmal einsprechen. Weil die großartige Band Findus, für mich immer noch in meinen Top 5 der deutschen Bands, ja, Schatten sind jetzt, kann man doch schon so sagen, oder? Ja, die neuen Top 5. Die neue Top 5 von Schatten. Die neue Top 5. Waren Findus. Also Findus ist eigentlich, nee, Schatten nee, das, ist, das würde ich nicht sagen. Schatten ist der Schatten von Findus. Schatten. Findus ist der Schatten von Findus. Schatten, nein, Schatten sind die ehemaligen Mitglieder von Findus plus eins. Minus eins plus eins. Eigentlich eine Band, die abgeliefert hat, dann war sie weg und jetzt ist sie ja da, plus irgendwie andersrum. Nur nicht richtig wieder. Plus die dunkle Seite von euch. Das, was ihr da vielleicht damals nicht rauslassen durftet. Das ist eine ganz... Nee. Das ist eine ganz schwierige Aussage. Nee, schon. Es war... Also irgendwie fühlt sich das auch gut an. Also es hätte sich jetzt vielleicht auch irgendwie schräg und ganz anderer Druck gewesen, das jetzt alles unter dem Findus-Ding weiterzumachen. Weil ich glaube, das war schon damals ein Punkt, wo man sich dann auch, also entweder hätte man so weitergemacht und vielleicht wäre das nochmal größer, vielleicht kleiner, keine Ahnung. Aber wir haben uns dadurch einfach so eine Option offen gehalten, einfach alles so einzureißen und es kommt so anders zu machen, völlig ohne Erwartungen. Das hätte ich auch komisch gefunden, hätte ihr unter dem Namen Findus das Album rausgebracht. Da wäre ich, glaube ich, sehr abgeschreckt gewesen. Ja, genau. Das hätte man, glaube ich, auch so... Nee. Und das war dann einfach, glaube ich, damals auch durch den Instrumentenwechsel, also ich dann von der Gitarre an Schlagzeug und das hat dann irgendwie und den Sound verändert und dann war das ja auch einfach eine Zeit, ich meine, waren halt so diese 10 Jahre, danach haben sich auch, glaube ich, in der Gruppe auch Leute, also hat man sich auch irgendwie so emanzipiert und jeder auch so seinen Kram gemacht und es war einfach schön, so trotzdem weiterzumachen. Und sich irgendwie trotzdem aufgelöst zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich gerade so ein bisschen an die Beatles vielleicht, die das auch machen sollen. Vielleicht wäre das die beste Entscheidung für die Beatles gewesen. Einfach so zu sagen, hey Leute, lasst doch einfach auflösen und jeder macht seinen Kram und wenn wir Bock haben, treffen wir uns und nennen uns die Beatles oder wir nennen uns die Fifies. So, ist egal, ist doch einfach cool, dass wir zusammen was machen. Aber das war damals halt schon wieder so eine Band, die sich aufgelöst hat, wo ich gedacht habe, so jetzt noch eine. Also weißt du, das fing ja irgendwie an mit Adola, Mikrokosmos 23, vorher Escapado. Ich schmeiß euch einfach mal alle so in diesen... Jupiter Jones, in diesen ganzen Punk, was auch immer, Emo-Bums mit rein, den es halt damals gab. So. Und dann habe ich noch gesagt, wenn jetzt auch noch Captain Planet und Matador sagen, wir haben keinen Bock mehr, dann ist alles vorbei. Dann ist Deutschrock verloren. Ist der nicht schon untergegangen? Ich glaube, der ist untergegangen. Ich glaube auch. Oh, ich habe Findus immer super gern gehört. Und vor allem, ich habe euch immer unglaublich gerne live gesehen. Das fand ich immer super. Ja, das war auch immer super. Also eben, das ist halt... Du musst schon ins Mikrofon reinsprechen, Entschuldigung, Danny. Ja, ich habe gerade hier, war ich unten. Ja, wenn du an deinem scharfen Baguette knabbern willst, dann kannst du auch vor dem Mikrofon. Ja, nee, aber das war, genau, also das mit Schatten ist einfach eine schöne Entscheidung gewesen. Also, dass wir danach halt einen Weg gefunden haben, irgendwie weiterzumachen. Das war ja auch irgendwie gar nicht klar. Und, aber irgendwie ist es auch, ja, ich glaube, wir konnten uns alle halt nicht vorstellen, jetzt einfach noch mit plus 30 dann immer noch Feuer in Paris vor. Dann nicht mehr 18-Jährigen, sondern dann halt 25, 30 oder halt 34. Also, genau, ich glaube, den Gedanken fanden wir auch irgendwie schräg und auch albern. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Doch, das stimmt. Ja, irgendwie schon. Ja, wenn Adola jetzt ein Konzert spielen würden und die würden nochmal Mario Kart vs. Ketka spielen, dann würde ich aber, glaube ich, auch so vor der Bühne stehen und denken so, naja, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich glaube, wir fanden es zu dem Zeitpunkt damals einfach richtig, das irgendwie das Kapitel zuzumachen. Und ich bin ja auch erst später eingestiegen. Ich bin ja auch erst 2012 eingestiegen. Ja, glaube ich. 2012. Und
habe deswegen auch nochmal so die Hälfte der Bandzeit noch einmal oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Bandzeit dann ja auch so mitbekommen. Und ist dann halt auch irgendwann genug, oder? Also ich kann verstehen, wenn Bands nach 10 Jahren sagen, okay, jetzt ist auch, also wenn wir jetzt nicht noch größeres vorhaben, also so irgendwie ist jetzt auch genug und irgendwie oder kann wir das, also ich finde es auch eben, fand es auch spannend zu sagen, okay, jetzt machen wir einfach was anderes. Ja, total. Also ich find auch nichts schlimmer, wenn Bands ihren Zenit übersteigen. So und irgendwann nicht merken, dass es, also ein Zenit, also ne, also das. Aber wann entscheidest du denn, wann eine Band ihren Zenit überschritten hat? Ach, ich glaube, jede Band merkt doch irgendwann. Volle Leaves. On the ground. Weiß ich nicht, jede Band merkt doch irgendwann, dass es Zeit ist, okay, also entweder wird das Ding jetzt größer oder es bleibt halt auf diesem Level und habe ich Bock auf diesem Level halt noch Bock 5, 6, 7 Jahre, 8 Jahre weiter Musik zu machen. Ich glaube, uns geht es am Ende, also bei Schatten jetzt konkret oder also Finus oder dem, also uns ging es halt einfach immer nur ums Musikmachen eigentlich so und das Ganze drumherum haben wir auch manchmal so ein bisschen als lästig empfunden. Uns haben viele Prozesse einfach auch gestresst und wir empfanden es meistens am schönsten, wenn wir irgendwie weggefahren sind, Songs geschrieben haben oder jemand hat Songs mitgebracht oder so und wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns was zu erzählen gehabt. Diese ständige im 9-Sitzer-Sprinter und man muss auch sagen, die anderen sind auch alle sehr groß. Ja, das also stimmt. Ich bin mit 1,80 immer der Kleinste in der Band gewesen, also das muss man sich mal vorstellen. Und dieses wochenlange in einem 9-Sitzer loszufahren, das geht auch einfach hart auf die Suche. Das macht alles tierisch Spaß. So, aber wenn man dann halt zum dritten Mal nach Reutlingen fährt im Jahr, das raubt auch einfach tierisch viel Energie. So, und wir machen halt alle auch gerne andere Sachen. Also Krischi nimmt gerne auf, Stefan spielt noch in anderen Bands, bin ja auch umtriebig. So, Simeon macht seinen Kunstkram. Wir fanden das auch einfach befreiend auch irgendwie dann jetzt nicht Musik auf Zwang zu machen und mit so einer krassen Erwartungshaltung. Mhm. So. Du bist jetzt ja auch schon Dad. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, Dad zu sein und eine Band zu haben, das ist ja. Funktioniert, aber klar, also ich glaube, bei jedem verschieben sich irgendwann vielleicht mal Prioritäten. So Musik machen ist für mich immer noch eine der wichtigsten. Also ich sitze jetzt mehr zu Hause und spiele Gitarre. Aber ich schreibe halt immer noch Songs und ich habe 2 Platten dieses Jahr aufgenommen und wir schreiben jetzt an der 3. Platte. Mal gucken, ob wir da jemals, vielleicht spielen wir auch irgendwann nur noch so auf dem Dach, einmal auf dem Flora-Dach. Ja. Und dann lösen wir uns endgültig auf. Aber ihr seid bei Audiolied, oder? Im Booking. Nee, bei Rookie. Aber im Booking seid ihr bei Audiolied? Im Booking, ja, genau. Genau, und Label ist Rookie. Genau. Also die Totschick haben wir jetzt selbst, also ohne schon mit Hilfe von Jürgen, aber sonst allein rausgebracht, weil auch so wegen Game machen und glaub ich, ich weiß es nicht. Es ist immer super, wenn Bands von Rookie in der Astra-Stube spielen, egal wer es ist, dass halt die beiden immer hier sind. Ja, das ist die halt, wohnen ja auch. Ja, das ist halt das Schöne. Und ich freue mich halt jedes Mal, wenn die beiden da sind. Das ist halt immer so ein total herzliches Yay. Und die stehen auch nie auf der Gästeliste, die beiden. Nie. Die bezahlen immer Eintritt. So, wie oft ich die schon mal reinholen wollte. Ich sage, komm jetzt rein, alles gut. So, nee. Entweder haben die Tickets oder die zahlen halt an der Armkasse. Und ich denke immer so, ach Mensch, ihr beiden, ihr seid solche Herzis. Für die Hörerinnen da draußen, die jetzt gerade nicht wissen, weil wir jetzt, ich habe das Gefühl, dass wir so sehr in unserem eigenen Kosmos sind, wo wir eigentlich gar nicht miteinander reden brauchen, sondern immer nur sagen, ja, die, ha, ja, Gästeliste forever. Um wen geht's? Jürgen und Anne. Genau. Die beiden hinter Rookie Records. Also Jürgen so als Label-Chef und Anne, macht auch viel, Die gute Seele. Gute Seele, ja. Die gute Seite, nein, auf gar keinen Fall. Nee. Sind beide top. Ja. Und, sind wirklich super, die beiden. Ja. So. Und haben auch voll, finde ich, ein super Gespür für Bands. Das finde ich immer total. Ja, das waren großartig. Auch damals halt die halt einfach auf cool und direkt ankamen und irgendwie für alles offen waren, was wir so vorhatten. Und halt auch um die Ecke, wie gesagt, hier auch wohnen und auch coole Veröffentlichungen auch in ihrem Order hatten und das klang für uns halt einfach, also kam uns einfach entgegen mit Audiolied genauso, also dass wir da auf so einer professionellen Ebene dann halt aber trotzdem mit unseren Vorstellungen halt arbeiten können, das ist natürlich cool, also haben da mit Dominique halt Ich wollte gerade sagen, beste Bookerin der Welt. Genau, eine super Bookerin,
ja, die uns da halt auch unterstützt bei dem, wie wir so unsere Sachen planen. Ist halt nicht einfach mit uns. Nicht einfach. Ich habe noch nicht unter Schatten mal ein Konzert mit euch gesehen. Ich auch nee. Zwar, doch, klar. Ihr habt mal Vorband bei Trixie gespielt, glaube ich. Genau, da noch als Band ohne Namen. Damals auch als Band ohne Namen und damals auch ohne Corona. Habt ihr schon jemals irgendein Konzert gespielt außerhalb dieser Corona-Situation? Ja, wir haben zweimal, also beim Reeperbahn-Festival 2019, da haben wir im Molotow-Garten und in der Hanseplatte gespielt. Das sind die einzigen drei Konzerte, die wir bis jetzt gespielt haben. Band ist eigentlich ein fließender Übergang damals nach dem Findus-Ende gewesen. Also da, ja. Ich habe neulich die nicht veröffentlichte Findus-Platte wiederentdeckt. Es gibt eine nicht veröffentlichte Findus? Veröffentlicht, also quasi, sie ist, ich habe sie gehört und habe gedacht, wow, die ist ja eigentlich fertig. Nicht fertig, komplett fertig gemischt und gemastert, ja. Aber so mit Gesang. Also auch, wo alles so mit mehrstimmige, wo ich dachte, okay, kann ich mich nicht dran erinnern. 12 Songs. Hieß im Ordner 12 Songs und hatte so einen grünen Haken, was eigentlich immer so in meinem Ordnerstruktur heißt so wichtig. Und ich dachte 12 Songs? Bereit so, zum Mastern. Und dann hörte ich halt rein und dann gab es halt so richtig ein Intro und so, also richtig eine von 12 Songs. So. Und ich war so, der eine klang ganz schräg, aber da war ich kurz überrascht. Aber genau, das war so ein fließender Übergang. Also ich glaube, wir haben damals diese Platte halt gemacht, haben die komplett umgeworfen, haben dann halt das Findus-Ende gemacht, da halt vorher in Paris gespielt, so. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Pause gemacht und eigentlich dann halt wieder zu dritt angefangen, so Songs, Songs zu schreiben. Und irgendwann gemerkt, wir brauchen wieder noch einen Gitarristen und irgendwann war Simeon dann wieder mit an Bord und dann waren wir auf einmal wieder zu fünft. Bringt das Album doch einfach auf MySpace raus. Okay. Also das haben wir schon zu Recht nicht rausgebracht. Also. Um die Legende zu wahren. Ja, ja. Genau. Um das letzte Konzert, was hier jemals war, im Knus war das, ne? Genau. Im Übel. Ja. Nee, im Übel war das, genau, stimmt, im Übel war das, nicht im Knus. Der wurde hoch verlegt. Stimmt, das wurde schöne Wort. Hoch verlegt. Ja. Das war, warst du da? Nee, wir haben selber gespielt an dem, an dem Tag. Wir haben haben wir sogar in unserer alten Wirkungsstätte, glaube ich, gespielt, im Schlachthof Stade. Krass, stimmt. Während ihr im Übel und gefährlich gespielt habt. Und ich wollte eigentlich noch hin, aber wir haben es nicht mehr geschafft, zu irgendetwas zu kommen. Wir haben mal im Knus gespielt, hast ein Video, glaube ich. Oder du hast unser Dogville-Video. Es gibt nämlich ein sehr, kurz vor unserem Ende hast du so ein, ich finde, ein sehr wegweisendes Video gemacht. Also das war eins unserer letzten Konzerte und du hast es mit dieser Musik von Krischi, glaube ich, so ein Intro von uns unterlegt. Und es war eher so ein Abschiedsvideo. Es war so ein Abschiedsvideo. Und es hat sich aber auch so angefühlt, als ich da aufgenommen habe. Beim Schneiden, als du mir das geschickt hast. Und also, das war schräg, weil das schon so eine Zeit war, wo das schon so irgendwie sich innerhalb der Gruppe so abzeichnete, dass wir eigentlich uns das alles. Also, aber man hat das Gefühl gehabt, dass da gerade ganz viele Sachen in so eine Unzufriedenheit hineingehen. Das hat man halt gemerkt. Ja, also, das ist halt, glaube ich, weil das 10 Jahre nonstop lief. Weil das so ein Zug war, auf dem man halt aufgesprungen ist. So, ich bin in voller Fahrt gerade bin da auch in voller Fahrt aufgesprungen und in der Zeit hat man da halt alles mitgenommen und war halt wahnsinnig viel unterwegs und hing nur noch aufeinander. Du kennst das ja. Und ich habe es aber schon wieder vergessen, ist schon so lange her. Und und ich glaube, das ist halt einfach in der Gruppe und gerade so mit zwei Brüdern und da steckt einfach wahnsinnig viel Emotionales und so auch drin. Und da ist auch einfach gut, wenn man halt einfach mal Abstand hat. Aber das Übel ist auch so ein letztes Konzerte-Ding. Weil da habe ich nämlich Findus das letzte Mal gesehen und da habe ich Bratze das letzte Mal gesehen. Oh, das war ja, da hätte ich gerne Bratze gesehen. Das war, also ich glaube, das war das schwitzigste und heißeste Konzert, was ich jemals im Übel gesehen habe. Und ich will nicht sagen, dass es das Geilste war, aber es war schon sehr geil. Intens. Also wirklich, es war halt echt krass. So, die Leute halt wirklich vom ersten bis zum letzten Song halt kollektiv wirklich ausgerastet sind. Von vorne bis hinten bis zur Theke, da standen Leute auf der Theke und ich denke, was ist denn hier bitte los gerade einfach so. War mega geil. Ja, also Bratzer, also ich habe Bratze nur einmal live gesehen, aber die haben mega Feuerwerk gezündet. Immer. Absolut. Wenn jetzt ihr gerade über Konzerte und sowas sprecht, es ist schon so ein bisschen Baden in Erinnerung, aber auch nur allein einfach nur das Wort Konzerte ist halt auch so ein bisschen Baden in Erinnerung gerade. Ich finde das komplett schräg, gerade 2022 hier zu sitzen mit euch und über sozusagen alte Zeiten zu sprechen. Ja, kommt mir auch gerade so. Und ist halt so. Aber das, also,
Aber das, wie plant ihr als Band die Zukunft? Also fürs Feld, ich würde nicht sagen uns schwer, wir machen auch einfach und aber es ist eben schon ein bisschen schräg, jetzt so sein drittes Album zu planen. Und so man hat nicht einmal planen und, ja. Online. Es ist online. Online. Wir sind jetzt auch bei Instagram. Genau. Ich habe es mal bei TikTok probiert, aber irgendwie, das kriege ich nicht hin. Ich habe auch persönlich gar keine Lust auf TikTok. Immer wenn ich auf dieser App bin, kriege ich persönlich irgendwie einen Anfall. Es ist ähnlich schon wie bei Instagram. Aber wir versuchen es online. Also wir versuchen es nicht einschlafen zu lassen. Und es geht dann halt über die Veröffentlichung, dass du halt irgendwie ein Konzept hast, so dass halt alle 6 bis 8 Wochen etwas rauskommt. Und man hofft darauf, dass der Algorithmus das dann immer noch fast und die monatlichen Hörer halt dann mehr werden und dann, wenn es bald irgendwann wieder richtig losgeht, dass wir dann rauskommen und dass wir dann da halt sind. Aber es ist schwierig. Für mich ist es voll der Mindfuck, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ist ja fast schon die Frage, geht es irgendwann überhaupt wieder richtig los? Die Frage ist halt, was heißt ist, richtig? Also ich meine, sind wir ja ganz ehrlich, ne? Auch wenn wir jetzt hier in der Astra-Stube sitzen oder wenn man an die Hebebühne denkt oder generell an alle Clubs, die halt jetzt da sind. Inzidenz wird nach den Feiertagen halt mega hoch sein und wir wissen doch, was das heißt. Die nächsten 3 Monate sind halt erstmal wieder Stille. Naja, also im Endeffekt, ich könnte den Laden ja aufmachen. Ich kann den Laden ja aufmachen und sagen so, ey, ich darf hier mit Abstand 5 Leute reinlassen, die müssten eine Maske aufhaben und die dürfen nicht tanzen. Dann darf ich hier Konzerte veranstalten. Das ist eine ganz einfache Nummer. So. Aber da musst du Personal bezahlen. Musst ist halt wirtschaftlich, ist es halt ne Bullshit so. Also ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn, ich sag mal Februar, also ich glaube nicht, dass wir im Februar irgendwas machen werden, ich denke März, aber selbst wenn die im Februar sagen würden, ja okay, wir machen die Clubs wieder auf und voll in Anführungsstrichen, ich sag mal, weiß nicht, wenn das Übel dann irgendwie 60-70% ihrer Kapazität machen dürfte, bei den kleineren Clubs ist es egal und Abstand wäre auch egal, ich würde den Club nicht aufmachen, solange die Leute halt eine Maske aufhaben müssen. Das macht halt keinen Sinn. Also das hatten wir einen Tag lang, bei einem Fluppe-Konzert hatten wir das hier, wo die gespielt haben. Ja, die armen Fluppe. Die Leute haben es aber, also du. Ja, also klar, man kriegt, also man. Ne, das war alles cool so und die Leute haben ihre Maske abgenommen, wenn sie an ihrem Platz waren, wenn sie rumgelaufen sind, aufgesetzt. Da mussten wir nicht großartig viel machen. Ich glaube, hier ist es auch eine ganz entspannte Nummer, das zu regeln. In größeren Clubs wird das natürlich beschissen werden so. Aber ich werde den Club nicht aufmachen, solange die Leute eine Maske tragen müssen. Und ich glaube, das werden ganz viele Clubs genauso sehen. Also ich denke das mal, weil das also ich ja würde nicht auf ein Konzert gehen, wenn ich die ganze Zeit meine Maske aufhaben muss. Ganz einfach. Würde ich nicht machen. Also ich bin kein Clubbetreiber. Wahrscheinlich muss man, wie du sagst, eben halt abwägen, ob sich das halt einfach lohnt, den Laden aufzumachen. Unter Bedingungen geht ja einem ja gar nicht. Also ne, ich habe auch, glaube ich, Konzerte mit Maske gesehen und fand es auch eher cool, dass ich überhaupt die Konzerte sehen kann. Aber dass das für einen Club unter den Bedingungen halt einfach absolut beschissen ist, klar, weil ich meine, eben Club lebt ja von einer, geht ja um Gefühl, geht ja um eine Erfahrung. Genau. Und ist halt, ja, auch wir eben, die Leute kommen ja auch rar. Du veranstaltest ja unter gleichen Bedingungen sogar noch mehr Aufwand und es kommen aber einfach viel weniger Leute. Das ist das Ding. Also ich glaube, wenn du sagst so, ja, wir haben keinen Abstand mehr, aber ihr müsst eine Maske tragen, kommen locker 60-70% der Leute nicht, weil die sich einfach denken so, nee, sorry. Mache ich nicht. Ja, und es ist ja auch einfach, ja, während der Pandemie halt keine gute Idee auszugehen. Aber es ist ja eben auch schwierig, wie du sagst, dass von der, ne, also die Politik sagt halt, ihr könnt aufhaben. Aber ihr dürft nur nicht tanzen. Ihr dürft nur nicht tanzen. Das ist halt natürlich auch haftungsmäßig schwierig da dann, also kannst du ja auch. Ja, ey, mal ganz ehrlich, wenn kannst ich hier auch niemanden. Nee, wenn ich jetzt hier aufmache und ich. Kannst du aufmachen? Ich werd kontrolliert so und Inge aus Pinneberg wackelt halt mit ihr im Arsch und der Ordnungsamtmensch sagt oder der Polizist sagt das so. Schneidest du raus, Hocke, ne? Inge tanzt halt ein bisschen so, ist es ja wieder eine Auslegungssache. Also ist das schon Tanzen, ist das kein Tanzen, ist das reine Bewegen des Oberkörpers, ist dieses schon Tanzen oder ist es nicht Tanzen? Ist das schon Tanzen? Ne, ist das schon Tanzen? Ist das schon Tanzen? So. Ist das schon 2022? Wir haben Überwachungsvideos ausgewertet. Ja. Aber das ist doch das Bescheuerte, über was unterhalten wir uns hier eigentlich gerade? Also man lacht doch über uns. Also gerade, dass wir uns halt uns Gedanken machen, ist das schon Tanzen? Und das ist ja, ich finde es halt einfach nur, keine Ahnung. Also was wir machen, ich weiß, das ist mir gerade ein bisschen ein Stück.
Kotze rausgefallen. richtig schön Kotze rausgefallen. Es ist ja nicht nur die Clubs, es sind ja auch die Menschen, die in die Clubs hineingehen und die Bands sehen wollen, und es sind ja auch die Bands. Die Menschen, die sich Karten kaufen, sind mega angepisst, weil Konzerte teilweise 3 bis 4 Mal verschoben werden. Dann alles in so einen Zeitraum, wo die sich halt irgendwie eine Woche freinehmen müssen, damit sie alle Konzerte halt sehen können. Wenn du jetzt halt irgendwie sagst, okay, wir spielen eine Tour irgendwann im Februar oder März, kauft keiner für dich halt Tickets, weil die halt da denken, naja, es wird ja sowieso verschoben. Selber als Band hast du natürlich auch keinen Bock gerade darauf, zu sagen, okay, wir planen irgendwo bis März und dann, oder weiß ich nicht, von Oktober bis Dezember, macht ja keiner jetzt gerade. Und vor allem kommst du dir als Band halt auch irgendwie absolut dämlich vor, zu sagen, hey, ich weiß, wir haben gerade eine Pandemie und so, aber kommt auf unsere Konzerte. kommt alle und habt richtig Fun. So, aber ist halt Pandemie. Ja. Passt auf, lasst euch impfen. kann sein, dass es verschoben wird. Aber wir haben einfach mega Bock. Kann auch sein, dass alles überhaupt nicht stattfindet und so. Kauft euch Tickets, vielleicht wird es auch jetzt zum 4. Mal nichts. Ja. Weil das wahrscheinlich auch irgendeiner von der Agentur gesagt hat, na Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir spielen? Oktober 22? 23, 24. 23. Irgendwann. Und die sagen, ja, weiß ich jetzt nicht so. Keine Ahnung, vielleicht dürfen wir ja gar nicht spielen. Doch, ihr kündigt das jetzt an. Wir haben jetzt schon alle Locations gebucht. So, und dann müssen sie es halt ankündigen und dann werden halt Tickets verkauft. Und dann gibt es halt ganz viele No-Shows. Das war ja dieses große Ding, der No-Shows. Also das ist halt so, man dreht sich auch 22 so ein bisschen im Hamsterrad und ein bisschen im Kreis und immer in diese Spirale. Und ich weiß nicht, ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. So, es ist die erst Oper vorbei. Ist zu Ende. Nee, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. So nämlich. Und das hat bei mir jetzt die Folge, dass ich halt 22 in dieses Jahr eigentlich den ersten habe ich damit verbracht, in einem komplett abgedunkelten Zimmer zu sitzen und Videospiele zu zocken und irgendwie traurig zu sein, dass sich nichts geändert hat. Ich habe an der Elbe gefroren. Ich war auch ein bisschen traurig. Auch gedacht, 2022. Oh, scheiße. Und das klingt auch ganz komisch, wenn man das halt Leuten schreibt. Willkommen im Jahre 2022. Das hört sich so, in meinem Gedanken hört sich das so super krass an. Willkommen im Jahre 2022. Vor allen Dingen, wenn man sich am Morgens noch die Ghostbusters angesehen hat. Spielen die in der Zukunft? Nee, aber da hat man auf jeden Fall gedacht, als das Ding halt produziert worden ist, 2022, können die Leute halt irgendwie mit Hoverboards durch die Gegend brausen. Ich glaube, 2022 wird gar nicht so schlimm. Ja, ich geh jetzt einfach nur noch. Es wird einfach nur so ein richtig trübes Jahr, so ein richtig belangloses, das langweiligste Jahr der Geschichte. Coronavirus wird besiegt und alle sind aber tierisch kaputt und müde von der ganzen Zeit und haben gar keinen Bock und schlafen alle ein in so einen Dornröschenschlaf. So ein Kater. Ey Leute, wir können jetzt wieder rausgehen. Habt ihr Bock, was zu machen? Corona ist vorbei. Ich mach doch wieder lieber Homeoffice. Ja. Muss ich ins Büro kommen jetzt eigentlich? Oder kann ich weiterhin Homeoffice machen und in Boxershorts arbeiten? Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Ja, man verlernt wahrscheinlich. Die jungen Leute, die haben Bock zu feiern. Ja, das haben also, klar. Das sind geladene Zeitbomben. Natürlich. Das sind die auch. So, wenn die erstmal in die Club stürmen, dann reißen die das Inventar aus der Wand. Ich wollte gerade sagen, das haben wir gesehen, wo wir aufgemacht haben. Weil so. Die das erste Mal hier, keine Ahnung, was ihr so im Schrank habt, Havana Cola trinken. Ja, genau. Mit Limette völlig abgehen. Dem musst du erstmal erklären, wie das so ist im Club, wie das überhaupt funktioniert. Wenn man sich das haben ja, also der Funpark Trittau hat ja auf, habe ich gehört. Da stehen die ja Schlange, die Hamburger Kids, weil Schleswig-Holstein, so? Ja. Ach stimmt, Schleswig-Holstein. Nee, aber nach der Situation, die es Weihnachten gab, in Schleswig-Holstein ist da halt auch schon wieder alles dicht gemacht. Du sprichst Joy. Ist das nicht Joy? 800 Leute in Quarantäne, weil 28 Leute schön Corona-positiv gewesen sind und die halt einfach nochmal gesagt haben, ach, egal, wir machen jetzt einfach nur so eine Mega-Veranstaltung bei uns. Ja, oder die Kids sind halt alle so autark, also die kennen so, also feiern ganz woanders als in sowas. Warum sind wir damals feiern gegangen? Um zu saufen. Und um zu saufen, Musik zu hören, Freunde zu treffen. Raus und weg von den Eltern, Freunde treffen, ausrasten, über Grenzen überschreiten. Das konnte man bei uns, als Danny und ich halt jung gewesen sind, das war schon damals so. War immer so und wird auch immer so sein.
Also wir hatten halt die Möglichkeiten, halt in eine Dorfdisco zu gehen und in eine größere Dorfdisco. Und irgendwann haben wir dann einen Laden gefunden. Also aus unserer Wahrnehmung. Ja, aus unserer große unserer damaligen Welt. So, und wir haben das Ganze eingetauscht gegen eine andere Dorfdisco, aber in der Indie lief, wo wir gemerkt haben, oh, hier sind ja schon ganz, ganz viele von uns, die halt genauso Outsider sind gefühlt wie wir. Und dann haben wir diese Dorfdisco eingetauscht gegen das große Hamburg. Die große Dorfdisco, Riesendorfdisco Hamburg. Und ich weiß nicht. Leute sehen, saufen, kannst du auch an der Elbe. Ja, aber nicht so. Das ist was komplett anderes. Ich habe einen Abend im Molotow aufgelegt, letztes Jahr, 2G. Einer der ersten Wochenenden, wo gesagt wurde, okay Leute, die Party geht los. Mhm. Klingt jetzt total platt, aber da bin ich wirklich ganz euphorisch, auch in dem gelben Hemd, das ich jetzt gerade trage, da abends losgefahren mit meinen Platten und war wirklich richtig aufgeregt und kam da um 10 Uhr an oder um 20 vor 10, hab so meine Platten aufgebaut, hab so ganz am Anfang so einen King Gizzard Song, so eine B-Seite, so ein The River oder sogar vielleicht auch Track A sogar, auf jeden Fall einen sehr langen instrumentalen Track aufgelegt und dann ging die Tür auf und ich war noch so am Platten sortieren und dann kam schon jemand rein und tanzte. So, direkt die Tür ging auf und so, oh, kam rein ohne Maske alles. So, und es war auch total schräg, weil das so eine Zeit war, wo man gerade so völlig auf, ich trage meine Maske war und plötzlich nicht mehr. Mit Einlass in diesen Club so. Und das war schon, da war ich um 10:30 war ich sturzbetrunken und der Laden war rappelt voll. Also eine halbe Stunde, also es kam einer rein zum Tanzen, eine Frau, zwei Typen, noch eine Frau. Und plötzlich ich habe immer noch mich umgedreht und war so, ach du Scheiße, die tanzen ja schon. So, und eine Stunde später mein DJ-Kollegen angerufen und gesagt, ey, du musst langsam mal kommen, wir gehen die Hits aus. Und er war so, wie, es ist 11 Uhr. Ich so, oder 11:30 und ich war so, ey, ihr geht seit anderthalb Stunden die Mega-Party. Und bis morgens um 7. Und das war schon völlig verrückt. So, da bin ich wirklich ganz euphorisiert nach Hause gefahren und dachte so, wow, was war das für eine abgefahrene, also war natürlich auch sturzbetrunken so und es war super lustig und es sind sehr viele Leute getroffen und alle waren wie auf, waren völlig aufgedreht und das war einfach schön, mal wieder so raus aus diesem Aufstehen, Anziehen, zur Arbeit gehen und wieder nach Hause gehen, das die meisten Menschen, glaube ich, gerade haben. Eindeutig. Es ist das vielleicht, dass man nichts mehr hat, außer das. Ich weiß es nicht. Ja, es liegt natürlich an einem selbst, aber ich glaube schon, dass das an den Menschen auch nagt. Ja, absolut. Natürlich. Also klar, das gehört ja eben dazu, dieses gesellschaftliche Leben und so. Und das ist halt einfach eine verdammt harte Zeit, aber deswegen sollten wir eigentlich versuchen, die Füße stillzuhalten und das durchzustehen. Aber wie ist es denn für dich als Dad? Das Witzige daran ist ja nicht, dass du derjenige aus unserem Freundeskreis bist, der als erstes ein Kind bekommen hat, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Wie kann das überhaupt sein, dass Danny der Erste ist, der halt ein Kind wird und jetzt bist du halt hier Vater und ich bin dann kein Vater und denke halt so, okay. Und bei mir ist es halt echt schon so, dass ich sehr damit zu kämpfen habe, nicht unterzugehen teilweise in dieser Zeit. Jetzt hast du aber noch ein Kind. Dadurch hast du natürlich eine krasse Routine. Es ist Routine oder ist es anstrengender, dem Kind halt zu zeigen, ey, ist nicht alles Kacke, komm, wir haben... Nee, du hast mit dem Kind eigentlich das, also gerade weil noch keine, mit Kind ist natürlich schon ein Riesenthema. Es wächst dann komplett so in dieser Corona-Zeit auf, aber es ist für sie halt normal, so wie für dich früher auch alles normal war. Also wenn du die Welt zu dem Zeitpunkt von heute, also betrachtest, wie sah die Welt aus, als du geboren warst? Tschernobyl, das war auf jeden Fall, da wollte ich mich gerade drauf hinaus. Aber, und zwar, ich kann mich nicht mehr an die Zeit erinnern, wo meine Mutter gesagt hat, komm, den Sand darfst du nicht essen. Nee, ja, ja, klar. Da aber es war mal so. Ja. Genau, da kannst du dich ja auch nicht mehr dran erinnern. Das ist schon eine schräge Zeit, wo man sich natürlich auch als Eltern irgendwie mit auseinandersetzen muss. Aber das gibt einem halt so eine Routine. Ja, so eine nicht unwichtige Routine, die man da hat. Was ja auch ganz gut ist in dieser Zeit, oder? So, ja. Ne? Also ich würde das sehr, sehr gut finden. Ja. Ich versuche halt auch zu Hause eine Routine zu haben, so aufstehen, das machen, das machen, das machen und so. Also schon ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Aber du wohnst halt ja mit Menschen zusammen, der jeden Tag irgendwas Neues entdeckt und du kannst ja trotzdem immer noch viele Sachen. Es ist natürlich schade, dass man, ist halt viel eingeschränkt. Und man hängt auch viel zu Hause rum, gerade wenn jetzt das Wetter scheiße ist. Ja. So, weil du dann einfach ja auch viele Aktivitäten in der Form gar nicht stattfindet oder halt so eingeschränkt dann manche Sachen, dass die halt dann auch keinen Fun machen. So,
deswegen geht man halt auch viel raus und ja, das ist, ach, ja, Corona ist einfach eine beschissene Zeit. Aber das wird alles wieder besser, daran glaube ich nämlich ganz doll, dass 22 ein gutes Jahr wird. Ich glaube da jetzt einfach dran. Daran halte ich mich jetzt fest. Ja, dann bist du halt einfach mehr für 22 dafür zuständig, dass du mich halt immer wieder hochholst. Weil ich habe jetzt für mich entschieden, ich lasse mich jetzt richtig fallen. Echt? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und nee, ist ja auch keine Option. Aber nee, ist null eine Option. Nee, ist auch keine Option. Man kann das ja mal einen Monat, haben. Habe ich ja auch dieses Jahr und letztes Jahr gehabt. Aber da muss man halt auch irgendwann mal wieder so ein bisschen so irgendwie, weiß ich nicht, nach vorne gucken oder so. Das ist ja sehr der depressive Neujahrs-Podcast. Ja, ja, echt. Ja, es ist richtig depressiv. Astra Colada. Ja. Wir haben nichts versprochen. Ich habe keinen Zwang, jetzt den Leuten halt ein gutes Gefühl zu geben, innerlich. Achso, ich dachte, du wolltest auf Vorsätze fürs Jahr raus. Achso, habt ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, ich habe weniger am Handy rumzuspielen. Das habe ich aber irgendwo auf meinem Handy gelesen, dass jemand, glaube ich, das geschrieben hat. Fand ich dann auch irgendwie dämlich. Man hat ja auch nichts. Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts. Das ist wie damals vor dem Krieg, wir haben ja nichts. So. Vor dem Krieg? Oder nach dem Krieg. Ja. Sagt man das nicht so? Nach dem Krieg, vor dem Krieg? Ja, wir hatten ja nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg, genau. Ist auf jeden Fall spannende weltpolitische Lage. Das ist ja das, der ganze Bums. Oh nein. Nein, da will ich auch gar nicht drauf zurück. Nur weil irgendjemand mit nacktem Oberkörper mit einem Bären in die Ukraine einreitet, heißt das noch lange nicht, dass hier irgendetwas passiert. 2022 wird super, Hauke. Ja, ich glaube, für Hauke wird es ein richtig gutes Jahr. Ja. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Aber wie, ja. Wie planen wir das Jahr? Wir treffen uns jede Woche und laden uns einen Gast ein. Erstmal, ihr macht eure 300. Podcast-Folge. Genau. So, und dann ist das Ding halt durch. Solange wir noch Podcast machen, ist Corona nicht zu Ende. Oh Gott. Also dann hören wir aber auch sofort auf, bitte. Was können wir noch anderes sagen? Ja, wir sollten nicht über Corona reden. Nee. Nein, auf keinen Fall. Das ist eine never-ending Story. Ich wollte gerade sagen, das ist eine never-ending Story. Einfach mal ein bisschen positiv denken und gucken, ob man dieses Jahr, was dieses Jahr denn wohl noch so geben könnte. Ist nicht WM in Katar? Ja, das ist doch ein positives Ding, oder nicht? Ja, total. Ich glaube sowieso, ich habe neulich im Kicker so eine Bildreihe, wo dieses Jahr überall die großen Sportevents stattfinden. Das fand ich grundsätzlich spannend, weil es, egal. Es ist schon ein bisschen negativ. Wir können uns über nichts unterhalten. Nee. Außer über unsere Erinnerungen von damals, als es alles besser war. Boah, nee, war es ja auch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, damals war auch nicht alles besser, Mann. Nee, ist halt immer irgendwie beschissen und man kann halt immer nur das Beste draus machen. So, fertig. Und das Gleiche müssen wir jetzt auch machen. Gut. Wir wünschen uns jetzt geile Songs auf unsere Playlist. Ach, endlich. Gut, machen wir. Endlich. Welche hast du dir mitgebracht? Ich habe einen The Walrus von den Beatles. Einfach ein wahnsinnig guter Song. Auf einer, ich glaube, damals der angeblich in der Zeit eher schlecht bewerteten Platten der Magic Mystery Tour, wo aber eine Menge Hits drauf sind. Und I'm the Walrus schon eigentlich immer, ich wusste immer gar nicht, wo der drauf ist. Ein absoluter Lieblings-Beatles-Song, den ich gerade rauf und runter höre. Ich kann gar nicht aufhören, ihn zu hören gerade. Weil du die Beatles-Doku gesehen hast. Oh ja, weil ich auch die Beatles-Doku gesehen habe, ja. Die mich natürlich auch schwer gepackt hat als Musiker. Ich habe es noch nicht gemacht. Also ich habe es noch nicht geschafft, die anzuhören. Ich auch nicht, aber ich habe es auch mal gedacht. Anzuhören, anzugucken. Spielt der Song keine Rolle, aber der ist, keine Ahnung, der ist halt. Wenn Leute darüber sprechen, sprechen sie immer von diesem einen Moment, wo The Get Back schreiben. Ja, der ist auch Magic halt, ne? Magic Moment mit Yoko Ono. Mhm. An der Seite. Ja, aber die nimmt man irgendwann gar nicht mehr wahr. Also es ist, ich glaube, so war es auch wirklich. Also das schafft der Film wirklich. Mhm. Der transportiert, also man hat am Anfang denkt man auch kurz so, also irgendwie auch eine weirde Situation, wenn jetzt die ganze Zeit irgendwie eine Person da, also mit rum, aber die Situation war halt klar, das war abgesprochen. Unter denen, die kennen sich ja auch alle sehr, kannten sich ja auch wohl sehr gut. Und es ist halt ein schöner Moment, weil man das irgendwann nimmt man Joko auch gar nicht mehr so wahr. Jetzt gar nicht im bewertend so, ja, sondern so, wie es dann auch in der Gruppe gewesen sein muss. Sie stört halt nicht. So. Was hat John denn wahrscheinlich dann damals auch gesagt? Leute, gebt ihr ein bisschen Zeit, irgendwann werdet ihr sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Nee. John, Paul macht halt den Witz, das ist halt sehr ironisch. Er sagt halt irgendwann, also die Stimmung ist eh nicht so geil, sage ich mal. Und dann sagt er, ja, irgendwann werden die Leute eh nachher sagen, ja, die Beatles haben sich aufgelöst, weil Yoko Ono bei uns auf dem Verstärker saß. Ist gut. So. Was das sehr gut beschreibt. So. Also, dass das nicht jetzt der
Knackpunkt gewesen ist. Das heißt, Yoko Ono jetzt nicht der Knackpunkt da gewesen ist. Aber ich habe sie auch gesehen, klar. Schwer, also super beeindruckende Doku und eine spannende Band. Dann wünsche ich mir den Song Johnny und Mary von Black Marble. Oh, auch cool. Ich hab drei, glaube ich. Ich wünsche mir einmal extra für dich heute und fürs neue Jahr 22. Früher war ich meistens traurig von Herrenmagazin. Und von, ich habe wieder angefangen, Muff Potter zu hören. Aus welchen Gründen auch immer ich wieder angefangen habe, Muff Potter zu hören. Von der Colorado wünsche ich mir Teenage Kicks. Das haben sie nämlich gecovert. Und dann wünsche ich mir noch von Findus Nachtwache. Oh. Und was mit Feuer in Paris? Nee. Gut. Ich habe gerade, ich wünsche mir von den Sweeping Promises Pain Without a Touch. Pain Without a Touch. Also für euch Leute da draußen. Radio hören. Radio hören. 91,7. Und 104. Beide FM. Und 104,0. Oh, ja. 104,0. Und ansonsten Spotify hören. Schatten. S-H-A-T-T-E-N. Genau, oder C. Erste Platte, zweite Platte auf Kassette bestellen. Und ja, ansonsten drittens, würde ich sagen, mit guten Vorsätzen halt nicht zu früh abschließen. Nee, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau. Es war eine sehr durchwachsene Sendung. Das finde ich aber nicht schlimm. Also für den Wochenstart, für den Jahresstart. Ja, da können die Leute mal ein bisschen nachdenken. Ganz einfach. Dass man auch, ne? Dass wir auch hinter dem Mikrofon auch mal nicht immer gut drauf sind. Deshalb nehmen sich andere Podcasts auch die Zeit, mal eine Sommerpause zu machen. Ja, oder mal eine Winterpause. Nervt mich tierisch, diese Winterpause bei allen Podcasts, die ich gerade höre. Es nervt mich total, die sollen wieder anfangen. Aber die verdienen wahrscheinlich mehr Geld damit als ihr, deswegen können die sich so eine Pause halt leisten. Ja, die verdienen erstmal überhaupt Geld damit, davon mal ganz abgesehen. Ja, wir bekommen halt nur Fame und ZuhörerInnen. Bekommt ihr eigentlich irgendwie gratis Astra? Also hat Astra, finden wir das? Wir sitzen in der Astra-Stube. Ja, ich ja. Aber Daniel zahlt. Achso, ja, stimmt. Das juckt die nicht. Wir sitzen in der Astra-Stube, natürlich Astra Colada. Und mit diesen weisen Worten verschieben wir uns in die nächste Woche. 2023. Wir überspringen nämlich einfach 22 komplett und gehen direkt in 23. Was meinst du, wie viele Leute das gerne machen möchten gerade jetzt? Mega, alle. Alle. Einfach alle. Um dann festzustellen, dass 23 genauso ist wie 22, 21 und 20. Außer Steuerberater. Ja, außer, ja. Tschüss. Tschüss.